Ah, alles klar. Scheiße, verdammt. Aha, schon gegen beide kämpfen. Ich sehe schon, dass wir sehr viel Rausschneiderarbeit. Oh, ein Schubett. Los, Swoodle. Schockwelle. Ich hoffe, da kommt irgendwie nochmal ein Pokémon Center. Ich will schon mal den ganzen Weg von vorne dann runterlaufen. Mal sehen. Ja, ich möchte sie pflücken. Ja, große Pflückerei am Start. Mhm, ja. Ja, die möchte ich auch gerne alle pflücken. Und die natürlich auch. Und die auch. Persim. Okay. Wer denkt sich diese ganzen Namen aus? Mensch. Oh, noch ein Schubett. Ja, die sind schon irgendwie cool, ne? Aber, ja. Also, wenn es sich ergibt, dass ich eins fangen kann, dann fange ich eins. Aber sonst, nee. Das ist so viel Reiz haben sie jetzt auch wieder nicht. Ich würde es wieder ähnlich in mein Team aufnehmen. Es geht einfach nur ums Haben. Okay. Da unten ist auch 100 pro ein Item. Das muss sein, sorry. So. KP Plus, sehr schön. Unten sieht es bebaut aus. Stopp! Schau dir meine wunderbaren Pokémon gut an. Diesmal habe ich es dir leicht gemacht. Das wird das nächste Mal anders sein. Okay. Wenn du das sagst. Oh Gott. Okay, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Okay, also scheint der Pyroberg irgendwo hier zu sein. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Luffy setzt Zerschneider ein. Ich möchte irgendwie heilen oder sowas. Hätte vielleicht auch vorher das Schild lesen können. Was ist denn das hier? Wahrscheinlich wirklich... Ah, Safari-Zone. Wie cool. Sagt die? Willkommen in der Safari-Zone. Hier bekommst du viele Pokémon zu Gesicht. Okay. Ich habe jetzt eher gehofft, dass hier sowas wie ein Pokémon-Sender ist. Mal Pokémon-Karte. Wo bin ich denn? Ich bin jetzt hier genau. Müsste. Ja, ich bin eigentlich ziemlich in der Nähe von der nächsten Stadt. Das ist gut. Ich setze mich gerade anders hin. So. Okay, gehen wir mal weiter, ne? Zusammen sind wir furchtlos. Wir demonstrieren dir unsere Stärke. Herausforderung von Zen und Jun, also Senior und Junior, vermute ich. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Eva und Ute. Oh mein Gott. Litter King, seriously? Das ist heftig. Okay, so. Erstmal. Ich habe irgendwie Angst vor dem Litter King. Ich weiß auch nicht. Ich muss erstmal irgendwie weg. Litter King ist scheiße stark, aber der Nachteil ist halt. Oh, was? Oh, boah. Was? Die können beide so eine Scheiße abziehen? Das ist ja total fies. Erstmal eine Person weg. Also ein Monster, also ein Pokémon. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Sehr gut. Das ist doof. Okay. Du versuchst Feuer, oder?
Wendeschaden. Oh, gewonnen. Na, guck ich gleich, ob ich irgendwie Aufwecker oder sowas finde oder tausche einfach in der. Die Stadt ist ja eh gleich da. Ich glaube, es ist auch eine recht große Stadt, wenn ich mich recht entsinne. Zink gefunden! Okay. Vor uns erhebt sich der Pyroberg. Ist das natürlich gewachsene Monument der Geister der von uns gegangenen Pokémon. Okay. Jetzt tausche ich mal Smoothie und Elikinder. Jetzt können Iris und Luffy mal übernehmen. So. Oh, was? Ich liebe nichts mehr, als die Pokémon anderer Leute zu begutachten. Ich will jedem meine Pokémon zeigen. Zischler. Oh, ja. War mir klar, dass sie ganz viele Pokémon haben. Geil. Los, Iris und Luffy. Warum ist eigentlich Luffy so rot am Anfang? Das hat doch bestimmt irgendeinen speziellen Grund. Ja. Konfusion und Fegefeuer. So. Oh, Wingard. Okay, die haben jetzt zum Beispiel verschiedene Geschlechter, die Pokémon. Normalerweise halt nämlich, wenn der Trainer weiblich ist, ist das Pokémon weiblich. Wenn der Trainer männlich ist, ist das Pokémon männlich. Aber es gibt auch Ausnahmen. Das verwundert mich, wieso das so inkonsequent ist. So. Also irgendwie kommt ihr gar nicht zum Zug. Meine Pokémon bashen die ganze Zeit weg. Oh Mann, ey. So, ich hoffe mal, es geht hier langsamer voran. Klug. Nächsten Kämpfe werde ich glaube ich wieder rausschneiden, weil ich hoffe, dass wir mal ein bisschen in der Story mal weiterkommen. Das ist sehr effektiv. So, weiter, Leute. Wir haben nicht ewig Zeit. Kommt mal aus dem Puschen. Wahnsinn, unglaublich. Wow, spektakulär. Ja, super. So. Jetzt verschmeißt man das Item hier. Belieber, okay. Mit einem Pokémon habe ich alle vier Ecken der Welt bereist. Man könnte sagen, dass ich viel Vertrauen in meinen Können habe. Die Tapferkeit deiner Pokémon ist bemerkenswert. Ich würde dich gerne zur Erinnerung im Poggenuff eintragen. Und alle, die sich jetzt fragen, was das für ein Pokémon war, es war ein Voltenso, mit dem er gereist ist. Muss auch mal gesagt werden, ne? Yomi hat Carbon gefunden. Yeah. Schutz wirkt nicht mehr. So. Der Hintern von der. Genial. Möchtest du mit meinem wunderhübschen Pokémon spielen? Ihr wunderhübsches Pokémon war übrigens ein Pikachu für alle, die sich das jetzt fragen. Und da ist wohl ein Item da. Nein? Nein? Mein Pokémon kennt das Gefühl der Niederlage noch nicht. Bald lasse ich sie an einem Wettbewerb teilnehmen. Ich habe dieses Prinzip. Jeden Tag besiege ich 5 Trainer. Und jetzt rate mal, du bist wohl der 5. Trainer.
Das war einfach nur peinlich. Ich werde dich nicht vergessen. Gib mir deinen Pokémon auf. So. Toppeleber. Aha, und das war es also wert. jetzt gucke ich trotzdem nochmal hoch. Ja. Ich bin mir nämlich sicher, ich meine, da ist nicht schon sonst oben diese abgegrenzte Fläche. Da wird schon was versteckt sein. Boah, sogar gleich das Richtige. Das ist pure Intuition. Hier ist jetzt nichts mehr. Gut. So, hoch. Hier mal die Nana-Bären. Dann sind wir eigentlich auch schon fast durch hier. Durch diesen, ich nenne es mal Garten. So. Ah, sind wir da. See, vor allem der Name ist Seegrasulp. Ich werde mich darum bemühen, diesen Namen nicht auszusprechen. So, super. Jetzt sind wir endlich hier. Und das so klang gerade bestimmt ja, total furchtbar. So. So, jetzt wird es mal. So, Keklien abgelegt. Alles klärchen. So. Poggenaf? Karte. Also muss der Berg ja hier sein. Da, da muss man dann vermutlich so hinschwimmen. Man kommt höchstwahrscheinlich auch von beiden Seiten ran. Ich überlege gerade, ob ich einfach herfliegen soll. Nach Malvin Frost City und von da aus rüberlaufen soll. Damit ich diese Strecke dann hier auch abgegangen bin. So, dann sind wir dann erstmal jetzt hier. Das ist schön. Dann würde ich sagen, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Vielen Dank für euer, ja, für euer Interesse, dass ihr es gesehen habt und alles drum und dran. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Smaragd.